Am Freitag, den 18. März, ist es wieder soweit. Dann schweben die Promis bei Let's Dance erneut übers Parkett und versuchen, die Jury von ihren Tanzkünsten zu überzeugen. Eine, die ganz genau weiß, wie sich die Kandidaten fühlen, ist Simone Ballack. Die 40-Jährige nahm selbst vor 3 Jahren an dem RTL-Format teil und belegte den 4. Platz. Doch wie steht man eigentlich als ehemalige Teilnehmerin der aktuellen Staffel gegenüber? Beim Osterlunch von Joanna Dantschu in München hat sie uns genau das verraten. Doch, ich schaue immer Let's Dance. Wir haben so ein, sogar am Freitag sind wir wieder alle bei mir zu Hause auf der Couch. Ich habe ja so eine Leinwand zu Hause, eine große, und da wird dann immer jedes Jahr Let's Dance Revival gefeiert. Ich hatte damals Freunde, Freundinnen und Freunde, die gerne mitgefahren sind zu den Shows, und die vermissen das ganz sehr. Die sind immer ganz traurig, wenn Let's Dance losgeht und sie dürfen nicht mehr live dabei sein. Und deswegen mache ich immer so eine Let's Dance Party bei mir zu Hause. Da treffen wir uns immer alle und schauen gemeinsam. Auch als ehemalige Kandidatin fiebert die Dreifachmama mit. Und inzwischen hat sie eine ganz klare Einstellung zu ihrer eigenen Teilnahme in der 6. Staffel. Damals war das durch die große Anstrengung, die man da hinter sich hatte. Am Anfang hat man gedacht, Gott sei Dank ist es vorbei. Und wenn man so ein bisschen weiter wegrückt, dann ist es immer so ein lachendes und ein weinendes Auge, weil man denkt, ach, war schon schön und lustig mit der Zeit. Aber dann weiß man auch, oh Gott, Gott sei Dank muss ich jetzt nicht wie die anderen Armen jeden Tag wieder 8 Stunden trainieren. Von daher ist man auch ganz froh, dass es hinter einem ist. Hinter der glamourösen Show geht es also während den Proben knallhart zu. Ganz schön stressig. Die Ex von Fußballer Michael Ballack findet dafür deutliche Worte. Das ist schlimmer als verheiratet sein, ja, weil mit seinem Ehemann ist man ja normalerweise nicht 8 Stunden am Tag aneinander gekettet. Und bei dem Tanztrainer ist es eben dann schon so, dass man halt 8 Stunden wirklich am Tag auf engstem Körperkontakt miteinander ist. Und das ist natürlich dann schon, nach ein paar Wochen wird es dann immer anstrengender. Für beide wahrscheinlich. Also. Anstrengend vielleicht, doch wenn am Ende solch schöne Bilder entstehen, haben sich die Mühen doch auf jeden Fall gelohnt.